Hallo, ich bin Tanja, Schauspielerin aus Leipzig. Hi, und ich bin Marcel, Ihr Kollege aus Köln. Wir haben uns im letzten Kino-Werbespot der CEA geküsst. Im Regen. Erinnert ihr euch? Also ich erinnere mich. Falls nicht, hier nochmal ein Ausschnitt. Gerade wären wir eigentlich dabei, wieder einen Spot für euch zu drehen. Aber im Moment ist an alles andere zu denken als an Dreharbeiten. Und ich glaube, dass ihr zurzeit auch keinen Werbespot braucht. Nee, stattdessen bringen wir euch aber in den nächsten Wochen die Updates der CEAG über Maßnahmen, die euch unterstützen. Ich fange mal an. Zuerst noch eine grundsätzliche Info. Auf dieser Website findet ihr alle Infos und Aktionen der CEAG rund um die aktuelle Situation. Alles auf einen Blick, tagesaktuell. Okay, also ich lese mal vor, was die CEAG Energie AG schreibt. Die Versorgung ist gesichert und auch in Krisen wie dieser jederzeit gewährleistet. Wir haben Erfahrung mit sicherer Infrastruktur seit mehr als 125 Jahren. Dazu gehört es, auf jedwede Krise vorbereitet zu sein, um die Versorgung der Region sicherzustellen. Und genau das haben wir gemacht und machen wir weiter. All unsere Mitarbeiter und die unserer Tochterunternehmen, die nicht für den Betrieb der Versorgungsinfrastruktur benötigt werden, sind im Homeoffice weiter für euch da. Die Mitarbeiter, die für euch vor Ort sein müssen, sind es auch und verhalten sich dabei dementsprechend der Vorgaben und Empfehlungen von Bund und Land, um uns alle bestmöglich zu schützen. Das Kundencenter sowie der Energieshop bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Online und per Telefon sind wir wie gewohnt für euch da. Was, wenn jemand aktuell seine Rechnung nicht bezahlen kann? Während der akuten Krise, in der Menschen unverschuldet nicht ihrer Arbeit nachgehen können, ihre Betriebe schließen und möglicherweise sogar um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten müssen, während dieser akuten Krise darf und wird kein Versorger einen Anschluss sperren. Falls ihr privat mit eurem Gewerbe oder eurem Unternehmen in eine finanziell schwierige Situation kommt, wendet euch an uns. Wir bearbeiten das schnell und unbürokratisch. Auf dieser Seite haben wir für euch ein einfaches Online-Formular bereitgestellt. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, auf dieser Seite findet ihr die Infos und FAQs zur aktuellen Situation. Schreibt uns gerne auf Instagram und Facebook oder eine Mail an kundencenter@ceag-energie.de. Ja, und wenn es euch möglich ist, dann bitte bleibt zu Hause. Passt auf euch auf. Bis bald. Ciao.